So, liebe Leute, willkommen zum Tanuki Mario Cup der Mario Tour 2023. Wir beginnen diesen Cup mit Daisy als Farmerin, ne, weil sie ja so ähnlich wie Mario damit aussieht. Ne? Und einem neuen Fahrzeug, das ihr hier gerade seht, das es schon länger gibt, aber ich nie großartig mich gekümmert habe. Aber dieses Fahrzeug hat eine bestimmte Bedeutung in dieser Tour. Und zwar gab es in dieser Tour einen Tag, wo es mir richtig, richtig scheiße ging, richtig dreckig ging es mir da, ne? Mir war kurz übel und alles. Und da war dieses Fahrzeug im Shop, im Highlight-Shop erhältlich. Und da habe ich gedacht, weil es mir so scheiße ging, und habe ich gedacht, dieses wunderschöne Katzen-Auto, was richtig schön speigrün ist, passt perfekt zum Zustand, wie es mir im Moment geht. Und da habe ich gedacht, ja, dann holst du das einfach mal. Dann hast du auch das grüne Katzenauto. Ne? Das ist die Geschichte dahinter. So. Ja, jetzt müssen wir nur noch schaffen. Dritter zu werden. So, geschafft. Eine sehr schnelle Level. Guck mal, so richtig schön speigrün aus, ne? So richtig Grundhilda-mäßig das Auto, ne? Ich sag ja. Hab ich gedacht gehabt, das passt perfekt zum Zustand, wie es mir ging. Und ich habe noch, bevor ich das Spiel gespielt habe an dem Tag, habe ich gedacht, wo es mir so schlecht ging, jetzt stelle ich mir mal vor, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt im Shop das kommt, ne? Aber wenn ich jetzt gleich Mario Kart spiele und das Ding gibt es im Shop, dieses Katzenauto, das wäre cool. Ne? Aber ich habe ja nie mit gerechnet, dass das im Shop wirklich erscheint, diese Tour. Ne? Weil ich immer von anderen Fahrzeugen ausgegangen bin. Und da habe ich halt gesehen und da gesagt, komm, nee, das nimmst du dir auf jeden Fall jetzt mit. So. Ja, das ist die Geschichte dahinter. Bleiben wir bei unserer Farmerin Daisy. Und jetzt kommt Luigis Rennpiste rückwärts und X auch neu. In dieser Tour zugefügt worden. Und ich würde sagen, wir nehmen für diese Tour, für diese Strecke das Ukraine-Fahrzeug oder das Militärfahrzeug, besser gesagt. Mit dem wunderschönen Blockgleiter, auch neu, ne? Der Blockgleiter. So, dann wollen wir mit unserem Armeefahrzeug, ne? Wollen wir mal hier die Welt retten. Nein. So. Auf geht's. Slava Luigi. So. Ja, wo wir gerade hier bei sind, mit dem Krieg gibt es nichts Neues. Die Fronten sind immer noch verhärtet. Wird noch so weitergehen. Aber ich denke mal nicht mehr lange. Weil ich gehört habe, dass die Ukraine kaum noch Soldaten hat. Und ja, Russland fast so gut wie gewonnen hat. Wo man abwartet, ob das stimmt. Ich meine, ich kann ja viel erzählen. So. Ja, das zum Thema Ukraine-Krieg. Das sieht also nicht gut aus für die Ukraine. Und unseren Zelensky. Aber mal abwarten, ne? Was noch so kommt.
Guck mal hier, der schöne Blockleiter. Ist der nicht toll? Guck mal hier. Oh, ist der geil, du. Jetzt bin ich sogar zweiter Platz geworden, ey. Weil ich dir unbedingt so schön zeigen wollte, ey. Der ist echt toll, ne? Der Blockleiter. Mein Block, mein Song. Kommt immer Block. So, und ich steche dich ab. Nein. So. Ja, DS Mario Piste RX. Nehmen wir nochmal unsere Farmerin Daisy. Und jetzt muss ich mal überlegen, was wir nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen für diese Strecke nehmen wir mal das Tiger-Auto. Und passend zum Tanuki Mario Cup gibt es dann noch hier diesen wunderschönen Tanuki-Gleiter. Ne? So. Ne, wie gesagt, nur mit Russland gespannt, wie gesagt, und der Ukraine. Wie gesagt, die Medien sagen, dass die Ukraine hoch im Kurs ist und fast, ja, Russland keine Dinger mehr hat, also keine Soldaten. Obwohl die Wirklichkeit andersrum ist. Aber wer weiß das schon, ne? Das dazu. So. Ja. Jetzt kommt es wieder auf Mario Kart und diese wunderschöne Strecke. Und schreien uns unsere Freude hinaus. Ne? Die erste Screams. So. Guck mal, leckere Eiscreme von Rosalina, leckere Eiscreme. So. Guck mal hier. Mein wunderschöner Tanuki-Gleiter. Mit meinem wackelnden Schwanz. Ne? No? Wenn das nicht was Feines ist, dann weiß ich auch nicht. So. Ja. Sag nur, wie es ist. Ist halt Tanuki-Gleiter mit dem wackelnden Schwanz. So. Item abgewehrt. Haha. Ein paar coole Stunts mit Prinzessin Daisy als Mario. Und da ist er wieder, unser cooler Tanuki-Gleiter. Mit wackelndem Schwanz. So. Und wir haben es geschafft, auch wenn wir klein geworden sind. Haben wir als Mini-Daisy es geschafft. So. Unser Freund ist Zweiter geworden, ihr seht. Ne? Der Koopa Troopa. Wie gesagt, dieser Koopa, den wollte ich unbedingt haben und der war in der ersten Woche der Preis in der Rangliste. Ne? Die Leute, die es schaffen, bis ganz nach oben schaffen. So. Ich bin übrigens Erster geworden damals. Nur so, zur Info. Hab's noch geschafft. Obwohl ich wirklich schon gedacht habe, schon verzweifelt war, dass ich das nicht schaffen werde. Weil es nicht so gut aussah. Obwohl ich einen hohen Rang habe. Einen Multiplayer-Rang. Und ein hohes Level. Wie ihr seht. Ne? 300 und was ist das? Und 32 haben wir jetzt, okay. Ja, dann geht's gleich weiter mit dem Rosa Gold Peach Cup. Bis gleich.